Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Age of Wonders Shadow Magic. Ambir weilt jetzt auch im Limbus und was heißt, wir haben schon 4 Zauberer abgeräumt und ja, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die anderen sich auch verabschieden. Das einzige Problem ist bei diesem Spiel, es gibt kein charmantes Ende. Was ich, ein Culture Victory wie in Civilization oder Spell of Mastery. Man muss sich die Gegner nacheinander vornehmen, was einfach unglaublich nervig ist. Aber gut, wir machen jetzt hier noch sozusagen, wir räumen noch ein bisschen mit Stil auf, wir erkunden noch den Rest der Karte, sprechen nochmal Death Mastery, um uns alle magischen Knoten ja, zuzuschlagen und in Todesknoten umzuwandeln und dann schicken wir kurz Persis und Vorsa nach Hause und dann war's das. Dann geht ein grandioses Szenario zu Ende. Gut. Ich wollte nochmal mit denen handeln. Endlich mal Double Gravity lernen. Hier einfach nicht hin. Naja, gut, dann. Power Leak drains the power income of enemy wizards. Ja, das könnte man sich auch überlegen. Binds summoned. Attempts to take control of an enemy summoned creature. Nice, nice. So, Jack has reached the next level. Damage. Gut. Und unsere Truppen verlassen die Höhle wieder. Und ich krieg mal wieder einen Anruf. Geh nicht ran. Der erste Warlord, wo wir den denn, wo wir den denn noch hin haben? Von mir aus hier unten. Der rote Drache. Storm turns terrain to wasteland and harms units caught within it. Jawohl, nehmen wir. Und ein Elder. Ein Schrein der Magie. Da. Necromancer. Ist die Item Forge hier? Die ist doch schon längst fertig. Genau, jetzt wollen wir mich nochmal ein Item erschaffen, einen Gegenstand erschaffen, und zwar Kopf. Da ist der köstliche Zauberhut und den bauen wir. Und hier können wir nochmal einen Dread Reaper in Auftrag geben. So. Achso, ja, hier können wir ja die Stufe Inkarnate wollten wir eigentlich auch nochmal.
brauchen wir hier einen schwarzen Engel einzufügen. Ein roter Drache sollte sich unseren Truppen auch noch anschließen. Dann wollen wir mal Death Mastery sprechen. Death Storm Research, sehr schön. So, Spell Ward. Blocks the disjunction of any global spells until it is removed. Okay. Und er hat Glück gehabt, dass sein Held hier als einziger übrig geblieben ist. Spellward Power Leak. Und ein Bogenschütze. Declare War to Persis. Yeah, that might gonna happen, baby. Oh! Huh? Oh, Knochendrachen, that's interesting. Oha! Oha, oha, oha! Was ist denn los hier? Wird das doch gar nicht so einfach, wie ich dachte. Oh.
das war's. Keine neuen Sprüche mehr, gut. Dann, keine Ahnung, Expander ist eh egal. Shrine of Magic. Das ist alles ziemlich egal. Ja. Sehr schön, sehr schön. Gut. Gefährlich sieht das dann doch nicht aus. Gut. Nächste Runde. Evil Woods. Ja. Ist auch egal hier. Kann man alles laufen lassen. Ja. Da ist er, der Incarnate. Toll. Er kann jemanden von jemandem Besitz ergreifen und dann die Einheit steuern. Aber irgendwie, weiß ich, irgendwie hat mich die noch nicht so überzeugt. Wir positionieren uns mal ganz unauffällig hier. Death, Death Mastery is ready. Jawohl. Sehr schön. Okay, er scheint Lunte zu riechen. Aber das ist, wird ihm auch nicht helfen. Perils, genauso. So. Das ist ja wirklich eine Kindertruppe hier. So, und dann können wir Death Mastery auch sprechen. Das, wie gesagt, die wandelt alle Zauberknoten in Todesknoten um und schlägt sie uns zu. Gut. Kann man Death Storm vorbereiten vielleicht? Spaß. Ja, so, siehst du wohl, da zieht er all seine ganzen Truppen zusammen. Ist ja interessant. Da haben wir wenigstens einen schönen Abschlusskampf hier jeweils vor uns. So. Damit sind wir in Stellung. Und ich denke mal, dass wir einfach nicht lange mehr fackeln, sondern zur Tat schreiten. Ich euch noch einmal und
Todessturm hier. Können wir nicht. Warum dann nicht? Achso, ja, okay. So, das bringt uns nochmal hin. Also, da, weil wir den Krieg erklärt haben, Spirit of War wollte das ja so. Gut. Falsch. So, los geht's. Oh Mann, das ist wirklich interessant. Überhaupt keine Fernkämpfer in seiner Festung. Und eine merkwürdige Dunkelheit breitet sich aus. Müssen wir uns ja nicht mehr zurückhalten, von daher. Klar. Egal. So, wie war das? Helden töten. Zauberer. Der letzte Kampf. So, dann Unholy Darkness und jetzt, ja, ich meine, das ist eigentlich ziemlich viel Krempel, was die hier aufgefahren haben. Sieht vielleicht gefährlich aus, aber hält sich in Grenzen. So.
21. Das ist bitter. Teilweise ist es so bitter. Jack, dann schnapp dir mal den Zauberer. Und das war's. Jo. Ach, Mist. Na gut. Jawohl, und wir sind victorious. Und hier schauen wir uns mal das Kräfteverhältnis an. Das sieht doch tatsächlich relativ eindeutig aus. Armeestärke, Gold, naja, Mana, Heroes, Population und Structure. Jawohl, das war's. So viel zu Age of Wonders Shadow Magic. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn meine Stimme nicht immer gut zu verstehen war und es am Anfang Zoom-Probleme gab. Aber ja, das Spiel ist wirklich sehr schön und nett gemacht, finde ich, mit viel Liebe, mit viel Leidenschaft. Ich hoffe, das hat man gesehen. Also, bis bald.